Inmitten der unendlichen Weiten des Alls thront der Mond. Kalt, leblos und dennoch von einer mysteriösen Aura umgeben, die seit Jahrtausenden das Bewusstsein der Menschheit beschäftigt. Er begleitet uns Nacht für Nacht, ein vertrauter, melancholischer Begleiter. Wenn ich ihn in der Nacht ansehe, dann kann ich nicht anders, als ihn anzuflehen, mir seine Geheimnisse zu offenbaren. Er macht mich traurig, nachdenklich. Er inspiriert mich und er sieht hämisch grinsend auf mich herab. Denn er weiß etwas, das ich nicht weiß. Was verbirgt sich hinter der stillen Oberfläche des Mondes? Ist er nur ein zufälliger Satellit der Erde oder behütet er Geheimnisse, die weit jenseits unserer Vorstellungskraft liegen? Während Wissenschaftler die physikalischen Eigenschaften des Mondes erforschen, ranken sich alte Mythen und Legenden um ihn, die bis heute unerklärte Phänomene und seltsame Anomalien mit einem Hauch von Unwirklichkeit durchziehen. Es ist eine Geschichte, die Wissenschaft und Mystik verbindet. Eine Geschichte, die tief in das Herz des Unbekannten führt. Im Jahr 1970 kam es während der Apollo 13-Mission zu einer außergewöhnlichen Beobachtung. Als die Raumfähre und die Raketenteile auf die Mondoberfläche stürzten, geschah etwas Unerwartetes. Das Aufprallen erzeugte ein künstliches Mondbeben, dessen Nachwirkungen über mehrere Stunden andauerten. Forscher auf der Erde berichteten, der Mond habe wie ein Gong geklungen. Ein Phänomen, das bis heute Rätsel aufgibt. Die von Seismometern erfassten Erschütterungen zeigten, dass die Wellen sich schnell aufbauten, um dann für eine lange Zeit nachzuhallen. Doch warum verhält sich der Mond so anders als die Erde, wenn er getroffen wird? Und könnte diese Anomalie auf eine bislang verborgene Struktur im Innern des Mondes hindeuten? Einige Wissenschaftler spekulierten, dass der Mond möglicherweise eine ungewöhnliche geologische Struktur aufweist. Könnte es sein, dass sein Inneres aus kristallinem Gestein besteht, das die Schwingungen auf diese Art weiterleitet? Oder könnte gar eine Hohlstruktur im Inneren existieren, die die Schockwellen wie in einem riesigen Resonanzkörper reflektiert? Diese Fragen öffneten das Tor zu einer faszinierenden Hypothese, die im Laufe der Jahrzehnte immer wieder diskutiert wurde. Ist der Mond möglicherweise hohl? Ebenfalls im Jahr 1970 veröffentlichten zwei russische Wissenschaftler, Mikhail Vasin und Alexander Skerbakow, eine kühne Theorie. Der Mond sei nicht das, was er zu sein scheint. In ihrer Abhandlung in der sowjetischen Zeitschrift Sputnik argumentierten sie, der Mond könne nicht nur ein natürlicher Himmelskörper sein, sondern ein künstliches Konstrukt. Eine Art gigantische Raumstation, geschaffen von einer außerirdischen Intelligenz. Ihre Theorie besagte, dass der Mond einst in den Tiefen des Weltraums als Planetoid entstand, dann jedoch von hochentwickelten Wesen gehüllt und zur Erde transportiert wurde. Diese eher gewagte Idee mag wie reines Science-Fiction klingen, doch die beiden Wissenschaftler gingen detailliert auf verschiedene Anomalien des Mondes ein, die ihre These stützten. Zum Beispiel die Tatsache, dass der Mond eine geringere Dichte aufweist als die Erde, obwohl die Gesteinsproben, die von der Apollo-Mission zurückgebracht wurden, eine hohe Konzentration schwerer Elemente wie Titan und Eisen aufwiesen. Wenn der Mond ein natürlicher Körper wäre, müsste seine Dichte im Inneren höher sein, da die schweren Elemente normalerweise in das Zentrum eines Planeten oder Mondes sinken. Doch die Messungen deuten darauf hin, dass dies beim Mond nicht der Fall ist. Könnte das darauf hindeuten, dass im Inneren des Mondes Hohlräume existieren? Auch die Tiefe der Mondkrater gab den Forschern Rätsel auf. Während auf der Erde größere Meteoriteneinschläge tiefere Krater hinterlassen, scheint es auf dem Mond eine Art Grenze zu geben. Ab einer bestimmten Größe werden die Krater zwar breiter, aber nicht tiefer.
Dies könnte darauf hindeuten, dass eine feste, dichte Schicht etwa 5 Meilen unter der Mondoberfläche existiert. Eine Art Schale, die weitere Vertiefungen verhindert. Wenn der Mond nun tatsächlich hohl ist, was bedeutet das für seine Herkunft? Und wenn er künstlich ist, wer hat ihn erschaffen? Lange bevor die moderne Wissenschaft den Mond mit Instrumenten untersuchte, sprachen die Völker der Erde von ihm in Mythen und Legenden. In vielen alten Kulturen galt der Mond nicht als bloßer Himmelskörper, sondern als göttliches oder mystisches Wesen, das über die Menschheit wacht und Einfluss auf ihr Schicksal nimmt. Besonders faszinierend ist dabei die Mythologie der Zulu, eines Volkes im südlichen Afrika. Die Zulu berichten von einer uralten Legende, die den Mond als hohl beschreibt. In den Überlieferungen der Zulu heißt es, dass der Mond vor vielen Generationen von 2 Brüdern zur Erde gebracht wurde. Wovane und Mpanku, die Anführer einer reptilienartigen Rasse von Außerirdischen, die als Hitauri bekannt sind. Diese Brüder sollen den Mond von einem großen Feuerdrachen gestohlen haben, der den Mond in Form eines Eis hielt. Sie hüllten ihn aus und rollten den Mond dann über den Himmel, bis er in die Umlaufbahn der Erde gelangte. Der Ankunft des Mondes sollen gewaltige Katastrophen gefolgt sein, die eine frühere goldene Ära auf der Erde beendeten. Diese Erzählung erinnert in vielerlei Hinsicht an andere Schöpfungsmythen, insbesondere an die sumerische und babylonische Überlieferung von den Göttern Enlil und Enki, die als Herren der Erde galten und über große Macht verfügten. Es ist geradezu bemerkenswert, dass so viele alte Kulturen Berichte über mächtige außerirdische Wesen teilen, die den Mond kontrollieren oder ihn sogar zur Erde gebracht haben. Doch die Zulu sind nicht das einzige Volk, das Geschichten von einer Zeit ohne Mond erzählt. In der griechischen Mythologie berichten Philosophen wie Demokrit oder Anaxagoras von einer Zeit, als die Erde noch keinen Mond hatte. Auch Aristoteles erwähnte das Volk der Arkader, die bereits vor der Ankunft des Mondes auf der Erde gelebt haben sollen. Diese Menschen, die Proselenen genannt wurden, lebten in den Bergen und ernährten sich von Eicheln, lange bevor der Mond am Himmel erschien. Solche Berichte finden sich auch in den Schriften von Apollonius und Rhodos, Plutarch und Ovid, die alle eine prälunare Zeit erwähnen, in der die Erde mondlos war. Auch in Südamerika gibt es ähnliche Erzählungen. Die Chibcha, ein indigenes Volk der Hochländer in Kolumbien, sprechen von einer Zeit, als der Mond noch nicht am Himmel war. Diese Legenden werfen eine faszinierende Frage auf. Könnte es tatsächlich eine Zeit gegeben haben, in der die Erde keinen Mond hatte? Und wenn ja, wie und warum ist denn unsere Umlaufbahn gelangt? Stellen wir uns für einen Moment vor, die Theorie des hohlen Mondes wäre nicht nur Spekulation. Angenommen, der Mond wäre tatsächlich ein gigantisches, künstliches Objekt, das von einer außerirdischen Zivilisation vor Millionen von Jahren geschaffen wurde. Im Inneren des Mondes verbirgt sich eine riesige Maschinenstadt, stillgelegt und verlassen, seit ihre Schöpfer verschwunden sind. Im Jahr 2050 entdeckt eine bemannte Mission, die zur Erforschung der dunklen Seite des Mondes aufbricht, eine Anomalie. Tief unter der Oberfläche finden sie Hinweise auf unterirdische Strukturen, Tunnel, Hallen, vielleicht sogar künstliche Seen. Als die Astronauten tiefer in den Mond vordringen, aktivieren sie versehentlich alte Maschinen. Plötzlich beginnt der Mond zu vibrieren und die Schockwellen, die in der Apollo 13 Mission gemessen wurden, wiederholen sich. Nur diesmal sind sie stärker. Die Wissenschaftler auf der Erde bemerken mit Schrecken, dass die Gravitationskraft des Mondes sich leicht verändert. Nur ein winziger Bruchteil, aber genug, um die Gezeiten auf der Erde zu beeinflussen. Küstenstädte stehen unter Wasser, Erdbeben erschüttern die Welt und seltsame Lichter erscheinen am Nachthimmel. Die Maschine im Inneren des Mondes erwacht. Aber was ist ihr Zweck? Und was passiert, wenn sie vollständig aktiviert wird? Die Geschichte des Mondes ist voll von ungelösten Rätseln. Von den seltsamen seismischen Aktivitäten bis zu den alten Mythen der Zulu und Arkader,
Der Mond bleibt ein Mysterium, das tief in unser kollektives Unbewusstes eingebrannt ist. Wissenschaft und Legenden verschmelzen hier zu einem faszinierenden Bild, das uns immer wieder zum Nachdenken bringt. Könnte es sein, dass der Mond mehr ist als nur ein Begleiter der Erde? Könnte er ein Überbleibsel einer uralten Zivilisation sein, ein kosmisches Artefakt, dessen Geheimnisse wir noch lange nicht entschlüsselt haben? Und während wir in den Nachthimmel blicken, spüren wir diese seltsame Unruhe. Vielleicht ist der Mond nicht so leblos, wie er scheint. Vielleicht wartet er nur darauf, dass wir seine wahren Geheimnisse entdecken. Oder dass etwas, das seit Äonen in seinem Inneren schlummert, endlich erwacht.